immer. So. Das Schöne, da klatschen Leute immer, das gefällt euch, gell, ja. Und das Schöne an meinem Beruf ist, du kommst auch viel rum, du lernst viele Leute kennen, neue Leute und manchmal auch Politiker. Und ich habe letztes Jahr tatsächlich unseren baden-württembergischen Ministerpräsidenten mal persönlich kennengelernt bei einer Veranstaltung. Er war dort engagiert als Gastredner. Ich habe, was machen wir so über Thema Politik? Und wir waren dann, so Backstage. Und da gab es hinten schön einen Buffetaufbau zum Essen. Buffet zum Essen. Und dann waren wir da so, er auch, und dann kam er immer so näher. Und da habe ich gedacht, wenn ich ihn jetzt so direkt kontaktiere, dann muss ich ja Hallo sagen. Ich hatte mit Ministerpräsident Herr Winfried Kretschmer, muss ich mal Grüß Gott sagen, triffst du ja nicht jeden Tag. Und dann war es tatsächlich so, weil ich aufgeregt und dann gab es, Grüß Gott, Herr Kretschmann, Del Cori mein Name. Dann sagt er, ja, Kretschmann. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, habe ich ja gerade gesagt. Und und dann sagt er, ja, Sie sind ja der Heinrich Del Cori. Dann sage ich, ja, richtig, gut gemerkt. Und dann sagt er, ja, er hätte von mir auch schon mal was gehört im Radio. Und ich hätte ja Migrationshintergrund. Dann sage ich, wieso hört man es am Schwätzen? Und dann sagt er, nein, er hat es gelesen. Mein Vater sei Italiener, meine Mutter Rottweiler. Und ja, und jetzt kommt der Knüller, pass dir mal auf. Dann sagt er wirklich zu mir, Herr Del Cori, ich lerne Sie jetzt zum ersten Mal so persönlich kennen und wenn ich Sie so anschaue und ich höre Sie so schwätzen, so was typisch Italienisches kann ich an Ihnen jetzt nicht finden, hat er zu mir gesagt. Dann habe ich ihn anguckt. Wissen Sie, Herr Kretschmann, so was Grünes haben Sie auch nicht an sich. Und dann muss ich sagen, er hat gut gekontert und hat wirklich gesagt, Herr Del Cori, sowas kann man auch nicht sehen, sowas muss man leben. Dann habe ich gesagt, jetzt, wo Sie sagen, fällt es mir ein. Ja. So war das wirklich. Und dann, zack. Und, ja. Und dann sagt er, Herr Del Cori, wenn ich Sie jetzt schon mal da habe und da kann ich Sie ja mal direkt fragen, weil Sie sind ja an der Quelle, warum fasst sich der Italiener eigentlich immer in den Schritt? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Kretschmann, das ist nicht einfach so, das macht er nicht einfach so, das hat Tradition. Die Römer vor 2000 Jahren haben das schon gemacht. Terque qua terque testiculis tactis. 3-4 Mal sich an die Eier fasse, um das Unheil von sich fernzuhalten. Italiener sind abergläubisch, wenn die eine schwarze Katze sät oder einen Leichenwagen, dann macht die ganz schnell, zack. Ja. Daher kommt auch das Wort Schrittgeschwindigkeit. Ich meine, gut, der Schwabe macht es auch, aber heimlich. Ja, aber nicht aus Aberglaube, weil es juckt. Und es wurde ja tatsächlich verboten, dass sich in Schritt greife. Es ist kein Witz, es gab wirklich ein Gerichtsurteil. Und zwar ist Folgendes in Italien passiert. Da war ein Haus angerüstet, da hat ein Maler das Haus angestrichen und da musste eine Dame täglich zur Arbeit an dieser Baustelle vorbeilaufen. Jetzt lief die und ab und zu lief hinter der Frau eine schwarze Katze oder ein Leichenwagen. Und die hat ja das nicht gesehen, aber die Bauarbeiter. Was machen die? Aberglaube und dann einfach hier so zack. Und jetzt war ab und zu tatsächlich Blickkontakt da und jetzt hat die Dame sich obszön angemacht gefühlt und die hat es wirklich angezeigt und es kam vor Gericht und es gibt ein Urteil, das ist rechtskräftig, muss ich das mal überlegen, Italiener dürfen sich jetzt in der Öffentlichkeit nicht mehr in den Schritt greifen. Sich selber. Und also, falls Sie mal in Italien Urlaub machen, Italiener steht neben Ihnen. Es läuft eine schwarze Katze vorbei. Er macht bei Ihnen zack. Ruhe bewahren, der muss das machen. Ruhe bewahren, wirklich. Er muss das machen. Es sei denn, er fängt an zu graulen.
Dann muss ich aufpassen.